Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru! Heute mit der Jogurette Sauerkirsche mit Marzipangeschmack. Sie ist wieder da. Wieder ein Comeback von einer Saisonsüßigkeit. Wir können uns so richtig auf den Winter freuen, oder? Die ganzen geilen Sachen kommen zurück. Wie geil die Jogurette Sauerkirsche schmeckt, weiß ich allerdings nicht. Aber ich habe schon einige tolle Fan-Kommentare zu dieser Jogurette im Internet gelesen. Deswegen bin ich ganz gespannt. Ich habe die tatsächlich noch nie gegessen. Die ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Es gibt manche Sorten von Süßigkeiten, die gehen sogar an den Junkfood-Guru vorbei, aber dafür habe ich auch den Kanal gemacht, dass mir sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Meine Augen werden immer offener und ich scanne wirklich Supermärkte jetzt wirklich so wirklich wie so ein Terminator, glaube ich, sogar schon ab und gucke immer so links, rechts, wo ist was Neues, wo ist ein Pappaufsteller, aha, neu, kaufen, testen und so weiter. Jogurette, Sauerkirsche, Marzipan gab es schon im letzten Jahr. Habe ich tatsächlich nicht gekauft, jetzt wird sie mit euch zusammen getestet. Ein Riegel hat, ach was, 71 Kalorien, das geht ja wirklich noch, das ist ja wirklich ganz in Ordnung. Obwohl die ganze Tafel, 100 Gramm, haben 575 Kalorien und Marzipan finde ich super geil. Wisst ihr noch, dieses After Eight mit Marzipan-Geschmack? Ich liebe es abgöttisch. Ich muss mir davon dringend noch einen riesigen Vorrat kaufen, weil es gibt es ja auch nicht immer überall. Ich habe gehört, es gibt es gerade im Netto und im Rewe und die habe ich jetzt übrigens im schwarzen Netto hier entdeckt, die Jogurette Sauerkirsche. Wenn ihr die auch schon entdeckt habt, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, wo ihr die schon entdeckt habt, die Jogurette Sauerkirsche und schreibt auch mal in die Kommentare, habe ich mir gerade mal gedacht, es wäre mal ganz spannend. Wie viele Jogurettensorten kennt ihr eigentlich? Mir fällt gerade ein, Heidelbeere kenne ich noch. Dann kenne ich noch Joghurt Mango, Jogurette Sensation, also ohne Erdbeere. Und Jogurette Bratapfel Zimt gab es auch mal. Vielleicht gibt es noch andere Sorten, dann können wir die hier schön in den Kommentaren hier mal sammeln. Das finde ich auch mal ganz spannend. So, Sauerkirsche. Ich bin gespannt, wie das wohl schmeckt. Oh ja, es riecht schon richtig geil nach Kirsche, muss ich sagen. Und ihr wisst ja auch, es gibt kaum eine Jogurette-Sorte, die mir nicht schmeckt. Quatsch, nein. Es gibt kaum eine Jogurette-Sorte, die mir mindestens genauso gut schmeckt wie die Jogurette-Erdbeere. Und deswegen boah, bin ich mal gespannt auf Sauerkirsche. Kirsche und Marzipan. Die Kombination habe ich bis dato immer unterschätzt. Aber, boah, das geht tatsächlich ziemlich geil. Und ich habe die jetzt nicht mehr im Kühlschrank gehabt, sondern esse die gerade bei Raumtemperatur. Und wenn es da schon geil schmeckt, also ich mag ja diesen Kirsch bzw. Sherry-Geschmack, ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja dieses Kirscharoma, dieses sehr intensive. Und es geht auch so in dieses intensive Kirscharoma rein. Danach mit Marzipan. Geschmack hammergeil. Hätte ich nicht erwartet. Ich hatte Angst, dass es mir irgendwie viel zu sauer und viel zu süß oder irgendwie einfach nicht schmeckt. Aber ich finde, das schmeckt richtig geil. Die Jogurette Sauerkirsche, ja? Marzipan. Es ist tatsächlich meine zweitliebste Jogurette, kann ich jetzt nach diesem einen Riegel schon sagen. Es schmeckt richtig, richtig lecker. Hätte ich nicht erwartet, weil alles, was nicht Jogurette Erdbeere ist, schmeckt mir normalerweise nicht, weil es mir einfach viel zu süß ist. Mm. Aber mit der Kirsche und dem Marzipan eine Bomben-Edition. Ihr seht, ich muss direkt einen zweiten hinterher essen. Hat einen richtig, richtig, richtig geilen Geschmack. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt diese Jogurette von mir, ne, 9 Punkte bekommt sie. Richtig geil. Probiert die mal aus, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die auch genauso feiert wie ich. Hier oben einen Daumen nach oben geben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.